Klasse. Somit war das erfolgreich. Und erfolgreiche Sachen, ja, die liebe ich am allerliebsten. Wer tut das nicht? Wer tut das nicht? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, wenn ihr jemanden kennt, der keine erfolgreichen Sachen mag. Okay, hier nehmen wir noch eine Coin mit. Ich muss kurz mal checken, ob ich jetzt alles hier habe. Weil es gibt ja doch immer so Fata Morgana und kleine versteckte Bereiche. Da habe ich ja auch schon drin. Und das mache ich nochmal kaputt, das mache ich jedes Mal kaputt. Das haben wir auch schon gemacht, ne? Ja, in den Röntdünen, da geht es weiter und ich bin ganz heiter. Ja! Aber das Abzeichen wechseln wir, was ist das überhaupt? Warum habe ich den überhaupt dran? Kann mich nicht daran erinnern, den jemals gewechselt zu haben. Aber das tut jetzt auch nichts zur Sache, denn da wird jetzt... Oh! Okay. Uiuiui. Hängt das schon mal... Also... Danke, Mario. Das war peinlich gewesen jetzt. Ihr Röntviecher, weg mit euch. Wenn ich die Wüste so sehe, erinnert mich das so hardcore an, Paper Mario Sticker Star. Ich weiß, der Teil ist nicht so gut. Ich habe ihn auch nie komplett durchgespielt. Aber damals habe ich den halt natürlich gespielt, weil ich gerne Paper Mario Teile mag. Und Sticker Star habe ich noch nicht gespielt gehabt. Und dann war ja die Welt 2, war wie immer, glaube ich, eine Wüstenwelt. Und die habe ich gerne gespielt und Amy auch gerne nicht gespielt, weil die Amy auch doof war. Aber... Von der Grafik her hat mir super gefallen, das Spiel. Nur die Geschichte war halt irgendwie ein bisschen und die Kämpfe waren halt auch so ein bisschen Naja, ich wollte auf jeden Fall sagen, so eine Wüstenwelt-Szenario, schau mal im Hintergrund, wie gut das aussieht, die Dünen und so. Das Szenario ist einfach cool, würde ich damit sagen. Lange Rede, kurzer Sinn. Okay, dann hüpfen wir hier rüber und machen den da und dann das. Okay, Schildkröte. Ja! Nein! Nein! Ah! Wisst ihr was? Man kann das doch hier irgendwie einstellen, oder? Ich will nicht immer dann die Coin auswählen müssen. Sprache nicht, will schon. Wie läuft das hier? Okay. So. Oh nein, jetzt habe ich einen Pilz ausgewählt. Weil ich vorher nicht die Blume aktiviert hatte. Ach, die Boingsies hier sind aber auch ganz schön heftig, ne? Ah! Ne, ich wollte schauen, ob ich es krieg. Hey, jetzt ist es ja schon wieder. Ich hab's doch gerade umgestellt. So, Mini öffnen mit R. Blume snacken. Dann bin ich groß und krieg wieder eine Feuerblume. Okay, diesmal mache ich keinen Blödsinn, sondern das Spiel ganz normal. Aber das Spiel verleitet einen auch dazu, immer Blödsinn zu machen, oder nicht? Ich meine, das schaut ein anderes Spiel und sagt, mach Blödsinn! Mach engen Blödsinn! Probier was aus, was eigentlich nicht realistisch ist. Vielleicht haben die Entwickler ja eingebaut, man weiß es ja nicht. Vielleicht gibt es hier ganz komische Sachen. Ja, sowas in der Art. Versteckter Mario-Block. Und danke dir. Hallo Koopas, wie geht's euch? Alles fit im Schritt? Wunderblume! Yeah, baby! Slow-mo! Slow-mo! Denn Slow-mo macht mich yo-ho! Spring! Ihr wart zu schnell für mich und der Ballon kommt nicht runter. Warum fliegt ihr da oben? Genau, ich will nämlich Feuerbälle schießen. Juhu! Ich vernichte euch alle ganz langsam. Es ist nur eine Frage der Zeit. Oh, es regnet Münzen. So ist es doch sehr geschmeidig.
Boah. Aber es hat dennoch seine Tücken hier, die Slow-Mo. Dab, dab. Jetzt aber schnell! Coiny! Yay! Und Stampfer. Oh, es kommen wieder diese Froschviecher hier, diese Blüten irgendwas. Nur noch ein bisschen. Was für eine Pose von ihm. Ein wahrer Held, der Mario in seiner Position hier. Oh. Beep. Jetzt aber. Und flieg! Wie ein fliegender Frosch. Yep, baby. Kostenlos liken, teilen, kommentieren, macht es für unsere Community. Die wächst! Über 200 Abonnenten haben wir schon, Freunde. Und das in so einer kurzen Zeit. Herzzerreißend geil. Ah, das Gesteinzeug da ist weg. Da ist auch schon die Burg. Habe ich jetzt einfach einen anderen Weg genommen? Aber welchen Weg hätte ich denn dann sonst nehmen können? Alter, wie lang das hier ist. Ah, okay, ja, das habe ich mir auch freigespielt. Das habe ich doch schon gemacht. Ach ja! Ich dachte gerade, das blinkt genauso wie der hier. Das Farbwechsellabyrinth. Das da unten? Das habe ich noch nicht gemacht. Alter, hoch die Bühne, Verschnaufpause. Einfach mal von oben gesichtet. Sie nennen mich auch der Mann, der hinter die Wände schaut. Okay. So Mario Sunshine-mäßig, oder? Irre ich mich da oder nicht? Oder doch? Und je nachdem, die Wölkchen-Wüste gefällt mir bis jetzt ganz gut. Miep, miep. Wie Mario immer läuft. So schräg. So ist der Mann auch nicht. Oh je, die Brücke. Ich würde die Brücke ja reparieren, aber ich fühle mich ganz verwelkt. Mir fehlt einfach die Kraft. Wie? Ihr möchtet mir welche von euren Blumenmünzen geben? Ja. Okay. Toll, jetzt kann ich die Brücke reparieren. So, jetzt erledige ich das und zwar sofort. So repariert. Diese Brücke geht nicht noch einmal kaputt, da kann man sie ohne Sorgen überqueren. Ja, du hast mir ganz schön viel Geld abgezockt, du kleine Hampel. 1, 2, spring. Oh, bedeutet das etwa, dass die Brücke repariert ist? Da blühe ich ja vor Freude völlig auf. Mein Gott, sein Kopf ist geplatzt. Könnte das mal jemand registrieren, aufschreiben, melden, an die Polizei vielleicht, eine Anzeige erstatten, Anzeige ist raus. Okay, passt. Jetzt kann ich mir endlich die Ninja-Tänzer ansehen. Wie, wart schon bei den Ninjas? Und habt mit ihnen unter den Hügel hinter der Oase getanzt? Ah, und mal Schwungabzeichen. Ich brauche einfach noch mehr Übung beim Tanzen. Geheimgänge im Überwachshaus. Okay. Okay, hat er gesagt. Geheim. Stimmt, so eine Geisterwelt gab's doch gar nicht. Kommt mir gerade so wegen den Türen. Okay, der ist tot. Oh, das war knapp. Ja, machen wir mal zum Elefanten. Bin ich dann eigentlich stärker, tendenziell? Weil die Kiste kann ich jetzt so oder so schieben. Hauptsache, ich bin halt ein großer Typ. Ach, jetzt kann ich durch die Tür. Wenn ich da schiebe. Ah, eine Coin. Okay, easy peasy, entspannte Weenie. Im Vordergrund ist wieder eine Röhre. Wir haben gelernt, wenn Röhren im Vordergrund sind, dann kann man die irgendwie betreten. Zum Beispiel damit. Genau. Da gehe ich mal rein. Schauen wir mal, wie groß ich jetzt bin als Elefant im Vordergrund.
Ich bin Benjamin, nicht Mario. Benjamin, Benjamin, Blümchen. Bing, bing, bing. Ihr fragt euch sicherlich, warum hat er das jetzt gemacht? Und eine logische Erklärung wäre, das war aus Versehen, aber ich gebe zu, ich... Das war Absicht. Das war pure Absicht. Boah, krass. Den zweiten Elefanten brauche ich nicht. Ist lieb gemeint, aber nein, nein. So, schieb ich da rüber. Sollte das so sein? Ja, links hätte ich die eh nicht wegbekommen, also... Das ist auch immer so Doki Doki Panic Style hier, ne? Die Türen so, das Orientalische. Du hast geläutet. Ich hab geläutet, ja. Alter, bitte was? Ich hab ihn einfach so platt gesmashed, dass er gestorben ist. Ist welche Tür nehme ich jetzt? Hier, die. Hier mal die Tür. Oh, Wunderblumentür. Ich denke mal, das war eine gute Entscheidung. Na. Okay, er ist im Vordergrund. Oh, ein goldener Bowser. Cool. Frage ist nur, kann ich schon irgendwas ausrichten? Was passiert jetzt? Muss ich das gegenschieben? Ey, ich habe ja kaum eine Chance. Okay. Okay, es war knapp. Es war knapp. Ja, und das Ding hier muss bitte verschwinden. Danke, danke, danke. Oh, es fährt mit mir mit. Ah, ich wurde gegrillt. Ich wurde offiziell gegrillt. Oh, krass, Mann, hau ab. Mario ist schon echt stark. Oh, ich werde Prinzessin Peach werden, noch stärker. Was für eine Kraft. In der Tat, mein Freund. Eine wahrlich überwältigende Kraft verströmt der Mario da. Okay, das Vieh ist gerade dabei, auf mich zuzufahren. Ist nicht so gut. Aber man gibt ja nie auf. So, jetzt bin ich hier hinten. Das kann ich wegschieben? Alter! Sieht nach Ziel aus! Aber sowas von Schmecki-Lecki-Zili. Perfekt! Cool! Willkommen zurück! Also hat sich gelohnt! Richtige Tür gewählt. Sehen wir mal nach, ob wir hier zurückgekommen werden. Ja, Tatsache. Und hier nach links. Coinovich. Sehr wichtig und richtig. Findet ihr eigentlich, dass die Blumen nerven? Ich finde das überhaupt nicht. Ich finde die eigentlich immer noch witzig und ehrlich gesagt, jetzt höre ich die kaum. Die fallen mir gar nicht so ins Gewicht. Eher lese ich schon das, was sie sagen und nicht das, was sie sprechen zum Hören. Ihr wisst schon, was ich meine. Dann checkt das doch. Yeah. So, die Frage ist nur, warum habe ich das eine Stück drüber gezogen? Ja, wie verpasst das hier rein? Aber... Wenn ich das jetzt... Aber für, ich verstehe jetzt nicht ganz. Warum ist denn das hier unten da drin? Das leuchtet. Okay, ich schieb so ein. Eine Röhre. Die führt mich jetzt nach vorne. Da ist ein Ziel, ein Secret Exit gefunden. Sogar hier kann man nämlich noch hoch. Hä, ich check's mal gar nicht.
Alter. Ist so ein Zufall, oder? Secret Exit, dann können wir das Level ja sogar nochmal abschließen. Ich liebe sowas. Bye bye und bis gleich. Wir sehen uns direkt wieder. Coole Statue. So viele Welten, ne? So viele Welten. Irgendwie kommt es mir nicht so viel vor wie bei den alten Teilen. Aber früher hat es ja immer 8 Welten gegeben und jetzt gibt es 6 Welten. Spezialwelt auch noch dazu, also 7. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, also ich habe ihn nicht spoilern lassen. Aber. Soll ich auf jeden Fall einen guten. Maulklapp. Ja, das ist ein gutes Ding hier verloren. Den zerdrücken auf jeden Fall gleich mal. Dass wir den Power-Up wieder erhalten. Und er ist schwierig. Und auch die Frage ist einfach da, gerade beim Level, ob man da nicht über die Zielflagge springt, hat so gewirkt. Müssen wir mal gleich nachsehen. Das ist aber auch witzig, dass man hier so mit den Gegenständen spielt, dass da die Wand ein bisschen versteckt ist. Dass man deswegen da hinten nicht durch kann oder beziehungsweise gar nicht weiß, was passiert. Ja, haben sich schon Mühe gegeben. Benjamin! Da sind dicke Elefanten hinter. Wieso mache ich das anders? Ich lasse mich erstmal schocken von den Dingen. Das ist sehr wichtig. Das vergessen die meisten, dass es wichtig ist. So, fällt das runter, der eine das vernichtet. Was passiert, wenn ich das jetzt ab hier zusammendrücke? Das geht doch auch. Wieso soll ich dann rechts das Teil benutzen? Und da steht es einfach nur da zum Verwirren. Ja, das war das Secret hier. Und das kann ich auf jeden Fall auch wegpressen. Schick. Aber. Das war ja jetzt schon geklärt hier, ne? Nein! Nein, bitte lass mich da wieder hochspringen können. Okay. Ne, ich hab's versucht, ich kam nicht drüber. Warum auch immer im Hintergrund das so ausgesehen hat, als wären da so Stufen zum Hochklappern. Nö. Geproved. Geheimgänge im Schiebermax-Haus wurde somit komplett 100% Dovich abgeklärt. Im Himmel voller Balloons. Auf Schwierigkeit 4. Da kommt auf jeden Fall auch noch ein bisschen was Besonderes auf uns zu. Wo will ich da lang gehen? Hier auf jeden Fall nichts. Aber hier. Und da. Ah. Welt 5 Fungimine. Wie ist sie auch schon? Wo bin ich? Ich bin Captain Toad und ich habe nicht die geringste Ahnung von irgendwas. Gib mir 50 Blumenmünzen. Ach nee, ich krieg sie von ihm. Ja, dann passt sie wieder, sind wir wieder quitt mit dem anderen Heini. Ja, okay. Fungimin habe ich mir aber anders vorgestellt. Wegen Fungis und Minen. Ich dachte Unterwelt, Pilze, Mutanten. Na gut, das war oben haben wir schwierige Level. Ach, wir haben noch so viel zu tun. Das da, Wüstenparty, Kampfarena. Da kann man auch hintergehen. Ah, ein kleiner Bazar. Ja, oh, was ist das? Du läufst und rennst etwas schneller als normalerweise sogar über Sand. Ei. Was, so viele kann ich hier kaufen? Der wäre doch der Hunde, der Falle verrückt. Warum kann ich hier so viele kaufen?
Ja, leg mal an. Na, interessant. Oh, ich habe sogar jetzt alle herkömmlichen... Sein Kopf ist geplatzt. Alle herkömmlichen... Abzeichen. Ja, stark. Also, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es weiter mit Duckhochsprung auf Schwierigkeitsgrad 4. Machen wir Wüstenkampfparty-Arena. Und dann gehen wir hier weiter und machen dann das Level hier. Was haben wir hier noch? Ah, und dann am Ende das Farbwechsel-Labyrinth. Ja, geschmeidig. Und als Finale diese gestörte Bosswelt. Ich bin gespannt. Ihr auch? Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, liken, teilen und kommentieren. Mindestens 8 Wörter ins Kommentarbereich schreibe. Und somit wünsche ich euch noch einen wunderschönen, angenehmen Abend. Viel Spaß beim Zocken und beim Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, euer GameJam.